Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. In der letzten Folge hatten wir es ja endlich geschafft, die Automaton auf Gold zu bringen. Ich will sie nochmal zeigen, das gute Stück. Da ist sie. Die ist wirklich, wirklich hübsch. Und da ich recht positives Feedback bekommen habe für dieses Let's Gold, ich will es nicht Let's Play nennen, das ist ein Let's Gold halt, dachte ich mir, wir picken uns jetzt einfach die nächste Waffe aus. Und machen das gleiche noch einmal. Und ich habe mir schon eine ausgesucht. Ihr seht da schon YouTube 2. Ich dachte mir, wir nehmen die nächste Assault Rifle. Und zwar die Itra Burst. Schauen wir mal hier hin. Ja, logisch. Noch keine Aufsätze. Die ist halt nach Level 1 noch nie damit geschossen. Und wenn wir hier mal drauf schauen, ist die Waffe ziemlich hässlich. Sieht so ein bisschen aus wie bei Opa auf dem Dachboden gefunden. Und so soll sie aber mal aussehen. Das sieht halt nicht mehr aus wie Opas Dachboden, sondern eher wie der See von Mussolini oder so. Ja, ein sehr hübsches Ding. Das ist unser Ziel. Mal sehen, wie viele Folgen wir brauchen werden. Ja, als Zweitwaffe wieder die 1911. Mittlerweile Level 4 schon. Hab ganze 4 Level geschafft in den 12 Folgen der vorherigen Serie. Ja, Perks wieder Ninja, Radar, Lightweight, Lethal Equipment wieder Thermit und Tactical Equipment wieder Stim. Genauso wie beim letzten Mal mit der Automaton. Ja, würde ich sagen, wir springen wieder direkt ins Spielgeschehen. Wieder die gleichen Spielmodi. Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Patrol und Hardpoint. Los geht es. Wir werden in ein bestehendes Match reingeworfen. Kill confirmed, 10 gegen 10 auf Bocage. Und ich werde mich hier erstmal dran gewöhnen müssen, dass ich kein Dauerfeuer mehr habe, sondern nur noch diesen Burstschaden. Ja, das lief ganz gut. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht getroffen. Ich sehe nichts. Angeschossen habe ich ihn, ne? Das ist doch schon mal was. Ich werde hier wieder zwei, drei Maps brauchen, um mich an die Waffe zu gewöhnen. Ich habe noch nie mit einer Burstwaffe bei Call of Duty Vanguard gespielt. Von daher ist das. ja, von daher ist das jetzt alles andere als einfach. Nicht mal den Stehenden, da habe ich getroffen. Ach, ist das traurig. Hier wird nicht gekämpft. Jetzt hat er mir meine Marke geklaut. Ich fasse es nicht. Watch for an enemy god. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Was denn? Das war ein Headshot? Wie auch immer ich das angestellt habe. Ich will hier rein. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet wollte ich da doch nicht rein. War keine gute Idee. Aber das war doch da drüben, oder? Ja, genau, da war es. Wollte ich schön Thermit reinwerfen. Mach der je. Der Flieger erwischt einen. Einen einzigen, und zwar mich. Wenigstens habe ich meine Marke wieder. Da war doch eben einer. So langsam geht mir das Flugzeug ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube, ich springe mal schnell hier rein. Oh, da ist ein Hund. Da war ein Hund. Ha! Da ist noch einer.
Hostile recon in the air. Spies in the sky. Friendly glide bomber incoming. Lead is lost. Fight back. Friendly package inbound. Oh yeah. The lead's out. New intel. Ready for report. Oh. Hat er mich niedergestreckt mit dem Kolben? Enemy care package inbound. Ah, keine Munition. Na gut, aber immerhin habe ich ihn abgeschossen. Er hat gerade die Tür vor meiner Nase zugemacht. Glaub's ja nicht. Enemy care package inbound. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Von hinten. Watch your head. Shell's falling. Wurde ich wieder niedergestreckt. Enemy's got guard goggles. Allied glide bomber. Ui. Ich bin auch noch ein bisschen langsam mit Zielen zurzeit. Ich hatte zuletzt recht viel Far Cry gespielt. Muss mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Die ist nämlich komplett anders. Also die Analogsticks, die reagieren einfach viel schneller und recht ungewohnt gerade. 16 Abschüsse. Naja. Aber wir haben gewonnen. Das ist doch schon mal etwas. Dann schauen wir doch mal direkt, wie weit wir sind. Stufe 3 direkt. Okay, dann stoppen wir hier den Kompensator drauf. Hier so etwas und da hinten noch nichts. Wunderbar. Kann es weitergehen? Sappens ist angesagt. 12 gegen 12 Team Deathmatch. Verdammt viele Spieler. Bin ich mal gespannt, wie das hier ausgehen wird. Team Deathmatch. Subdue all threats. Time to fight like you mean it. Diesmal gehe ich nicht da oben entlang. Da hoppeln aber viele. Ach, die war schlecht geworfen. Ich laufe einfach mal hier unten entlang. Ach, schade. Oh, man kann hier hochkratzeln. Das war der erste. Das war wahrscheinlich sogar ein Longshot. Habe ich jetzt schon Angst davor, wenn ich dann wieder die Longshots machen muss. Uiuiui, der hat mich schon erwartet. Ich habe keine Munition mehr. Ein... Holla, die Waldfee, ein Headshot mit der Pistole. Enemy glide bomb incoming. Ja, da drüben war einer, den habe ich gesehen, aber jetzt geht's aber los hier. Ach, schade. Ja, schön. Schön mit der Pistole alle niedergestreckt. Verdammt wenig Schuss.
Also auch nicht sonderlich viel dabei. Huch, ich bin runtergefallen. Wieder ein Headshot. Das läuft aber fantastisch mit der Waffe. Was ist denn hier, was ist denn hier los? Ach, schade. Ich habe bald keine Munition mehr. Hier war doch eben einer. Ich habe noch gesehen. Ist der hier hoch? Ja. Da hinten läuft er. Hier geblieben. Hier wird sich nicht von hinten rangeschlichen. Da, hast du davon? Zwölf Schuss habe ich noch. Na super. Das kann ein lange Flug. War das unsere? Ich hoffe es. Wo sind denn die alle? Aha. Offensichtlich hier oben. Holla, holla, holla. Nö, da will ich nicht lang. Da sind mir zu viele Granaten. Watch for an enemy guard dog. Enemy glide bomb incoming. Glide bomb ist nicht so toll. Das geht richtig gut ab, die Waffe. Da sind noch welche. Da ist auch einer hinter uns. Zwei sogar. What? Wie kann denn der noch leben? Ja, zu dem wollte ich eigentlich, aber irgendwie habe ich mich zu blöd angestellt. Mit dem Geländer da. Okay, die sind alle vor uns. Ups, zumindest ist er auch umgefallen. Wurde ja kurz gegrillt. Care package coming for you. Holla, holla, holla. Die Waffe ist ja der Wahnsinn. Eine Präzision auf lange Distanz, das ist der Hammer. Was machst du hier? New intel, ready for report. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Da war gerade einer. Da ist noch einer. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ja, hier wollte ich hin. Das war nichts. Aber da sind recht viele da oben drin. Wenn wir einen Termit da reinwerfen, wenn er jetzt zu... Oh, wir haben verloren. Wow. 22 zu 5.
Also an mir lag es nicht, dass wir verloren haben. Die Waffe geht aber auch ab. Also ja, sehr gewöhnungsbedürftig durch diesen Burst-Damage. Aber die macht halt extrem viel Schaden und ist präzise ohne Ende. Dann schauen wir doch mal direkt hier rein. Nein, nicht hier. Das war die Macht der Gewohnheit. Silencer gefällt mir noch besser. Das lassen wir mal, das ist mal gut. Das nehmen wir mit. Und sonst habe ich hier nichts. Und ich habe gesehen, wir haben die Pistole ein Level höher gebracht. Was nehme ich denn hier? Das da. So, 8 gegen 8. Kill confirmed auf Decoy. Kill confirmed. Eradicate all threats. Bin ich am Auto gescheitert? Das ist nicht unbedingt der optimale Spawnpunkt. Ich schlüpfe einfach mal hier durch und lass mich abschießen. Ja, sehr schön. Okay. Jo. Von hinten? Wie kann denn der hinter mich? Na, so etwas. Wir haben noch keine einzige Marke bekommen. Ganz toll. Oh weh. Wir werden hier richtig auseinandergenommen. Ich weiß halt noch nicht mehr, wo ich eben abgeschossen wurde. Aber hey, ich habe eine rote Marke eingesammelt. Also einen dieser vier Punkte, die wir haben, den habe ich beigetragen. Wow, zweite Marke. Das war kein Headshot. So etwas. Ich will eigentlich auch gar nicht lang. Das ist selbstmörderisch. Eieieiei. Eigentlich müssten wir zusehen, auf die andere Seite zu kommen. Uff. Na ja, gut. Wenn da zwei Leute dir entgegenkommen, hast du natürlich gar keine Chance. Wurde ich schon erwartet, aber nicht mit mir. Einer von hinten. Ich glaub's ja nicht. Ich habe keine Munition mehr. Aber ich glaube, wir haben einen Spawnflip, oder? Haben wir es geschafft? Ja, wir sind auf der anderen Seite. Ganz wichtig. Also ich finde diese Seite halt um einiges einfacher. Das Schlimme ist, dass ich noch nicht mal weiß, von wo ich abgeschossen wurde. Also irgendwo hier drüben, ja. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nö. Ich will hier nicht hin. Hätte ich vielleicht noch einmal schießen sollen, anstatt zu sprinten? Das sind ein paar zu viel.
das Termit immer ganz gut. Ist der immer noch hier? Sieht nicht so aus. Oh weh. Wenn ich das eben mit dem Termit angestellt habe. Oh, da hockt ja noch einer. Nicht gesehen, den guten Herrn. Also erst als ich umgefallen bin. Was macht denn der da oben? Super. Wenigstens noch diese Marken hier mit. Und lass mich abschießen. Ja, klar. Ich habe da aber genau auf den Kopf gezielt, oder? Zumindest sah das echt so aus. Habe ich auch mal wieder einen getroffen. Nicht mal das Fenster treffe ich. Ist das traurig. Brennt es, okay. Gut, da drüben ist kein Durchkommen. Ach, schade, da war noch einer. Hat eben gehofft, ich könnte da jetzt einfach durchschlüpfen. Wenn ich eben Stim benutzt habe, weiß ich auch nicht. Boah. Also Rambo wäre neidisch gewesen. So wie er da raussprang. Kann denn das hier? Ach, da hinten, okay. Der hat doch immer noch dort. Ja, da ist mal liegen geblieben. Ich glaube, dann hätte ich ihn nämlich nicht getroffen. Dann schafft man endlich mal zwei gleichzeitig abzuschießen, also gleichzeitig durch das Termit, und ist dann noch ein dritter. Obi, Obi. Wow, that
9 Marken nur geholt. Kann man so machen? Wird halt langweilig. Schauen wir doch mal. Level 9. Okay. Das heißt, ich habe hier schon mal etwas. Das Slate-Reflektor gefällt mir eigentlich immer. Langsames Laufen gefällt mir aber hingegen nicht. Nö, nö, nö. Machen wir nicht. 6 gegen 6 auf dem Jansk. Zwar Hardpoint. Hardpoint. Protect the objective. Bin ich mal gespannt, wie viele sich bei 6 gegen 6 in der Kirche oder auf dem Dach oder da drüben auf dem Dach verschanzen. Das war nichts. Was denn, gar keiner? Was ist denn hier los? Keine Camper? Nanu? Oh, da hätte ich noch einmal schießen müssen. Ich dachte, er fällt schon um. Intel, ready for report. Hardpoint is ours. Recon mission ready. Find the bomb. We have the lead. Keep it up. The large third game. Jemini. Guard dog on call. Oh, Wolfies. Sehr schön. We have a guard dog on the way here. We lost the hardpoint. Wo ist denn mein Hund? Das ist nicht hier abgesoffen, oder? Es klang so, er hat direkt gejault, als ich ihn gerufen hatte. Fragt man sich, dass man endlich diesen Hund hat? Er schießt mich denn ab, ach da oben. Tja, wo ist denn der Gegner? Ubi. Das waren ein paar. Was denn, der hat das überlebt? Da ist er. Oh, ich hätte da nicht reinsteigen dürfen. Hardpoint ist aktiv. Hier ist meine Leiche, sehr schön. Oh weh, oh weh, weh. Es waren aber viele. Der Haupt ist immer noch tot. Aber ich glaube, der campt nicht, sondern ist einfach nur AFK. Ach Gottes Willen, das war ja gar nichts. Ist der immer noch tot? Nein. Enemy has the hard point. Der Hardpoint ist schon wieder woanders. Ich bin ein bisschen langsamer heute mit zum Punkt laufen.
Den habe ich halt nicht gesehen durch das Thermit. Natürlich nimmt er mich noch mit. Laufen wir nochmal dahin. Jeder Gang macht schlank. War da einer? Ich habe ihn noch gesehen. Ui, 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 ui. Enemy has the hard point. Hard point is ours. Oh, komm an der Kirche. Es war so klar, dass ich die Gleitbombe klasse. Enemy has the hard point. Enemy schon wieder Gleitbombe. Ich will das nicht. Eieieiei. Aber dafür, dass wir so wenig Spieler sind auf der Map, ist hier ordentlich was los. Gefällt mir, was war denn das? Warum brenne ich denn? Wir liegen hinten. Das sollten wir mal ändern. Zum Beispiel, indem wir den da abschießen. Ja, geschafft. Wo ist denn? Von hinten? Der hat doch eben noch gesniped. Schon wieder der. Das ist dumm, dass er jetzt halt weiß, dass ich von hier komme. Und er wird mich abfangen. Ja. Wo muss ich hin? Zur Kirche. Okay. Granate. Oh. Hardpoint's under fire. Das sind aber viele Rote hier an diesem Punkt. Hardpoint confirmed. Tja, da haben sie uns den Punkt weggenommen. Da war da eben einer. Ach, jener. Okay. ja. Auch sehr interessant. Enemy has the hard point. Hardpoint confirmed. Contact at the hardpoint. Hardpoint activated. Jetzt ist der Punkt weg. Meine Güte. Hostile recon in the air. Da habe ich mich gefreut, dass wir jetzt gleich ein paar Punkte bekommen. Und dann wechselt das Ding. An der Kirche, oder? Oh nein.
Der kam schon schießend um die Ecke. Ach, der hat mich gesehen, okay. Enemy has the hard point. Hard point is active. Pick up the slack. Hard point is ours. Ich bin hier genau auf der anderen Seite. Hier ist noch einer. Contact at the hard point. Nanu? Ist der da reingerannt? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber es hat Spaß gemacht. Denn ich habe echt mit vielen, vielen Campern gerechnet. Und das war hier gar nicht der Fall. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei uns auf der Seite aussah, ob da jemand gecampt hat. Aber zumindest die Gegner, das war schön. Hat Spaß gemacht. So, da schauen wir doch mal, wie weit wir sind. Wir sind noch immer auf Stufe 9. Also ich habe eben kein Level gemacht. Das ist aber traurig. Ja gut, dann ist das halt so. Aber zumindest 3 Kamos habe ich hier freigeschalten. Ah nein, habe ich gar nicht. Eine habe ich freigeschalten. Oh wie. Eine einzige. Ja, war jetzt nicht so viel, was wir geschafft haben. Wir müssen natürlich bedenken, als ich die Automaton gelevelt hatte, hatten wir doppelte Waffen-XP. Denn so schlimm fand ich jetzt gar nicht, rein von den Abschüssen her. Wie viel habe ich eben gemacht? Sehe ich das hier noch irgendwo? 31. Das ist eigentlich gut bei 6 gegen 6. Ich weiß nicht, warum ich nicht aufgestiegen bin von der Waffe. Keine Ahnung. Sehe ich auch nicht. Sehe ich überhaupt nicht. Ja, ist mir unbegreiflich, aber muss ich jetzt so hinnehmen. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass ich 2-3 Level mache, mindestens. Aber dann ist das halt so. Ja, nächste Episode, Ziel mindestens Level 15, lieber noch mehr. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Call of Duty in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.